Katharina Müller und Tim Diek. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt heute euren ersten deutschen Meistertitel gewonnen. Vielen Dank. Ihr wart viermal von Vizemeistern und hat es endlich geklappt. Was war das für ein Gefühl heute? Unbeschreiblich, oder? Ja, es waren gemischte Gefühle. Weil einerseits hat man sich darauf eingestellt, also wir haben dafür heute gekämpft und es war so eine Art Bestätigung von dem, was wir heute gezeigt haben. Und es war halt, ich sag mal, wir sind wirklich dem 4 Jahre hinterhergerannt. Ja. Und heute konnten wir, oder gestern und heute konnten wir halt auf den Punkt genau die Leistung zeigen, zu der wir gerade momentan entstanden sind. Und darüber sind wir sehr glücklich natürlich und also das erste wir Mal. Sind die Besten in Deutschland und das ist natürlich auch schon mal was. Ja. Das erste Mal, dass wir bei einer deutschen Meisterschaft 2 saubere Programme hinlegen konnten und dementsprechend sind wir auch überglücklich darüber und nehmen das natürlich als Motivation für weitere, sage ich mal, deutsche Meisterschaften oder natürlich auch internationale Wettkämpfe mit. Der nächste internationale Wettkampf wird in etwa 2 Wochen sein. Schon. Ja, sehr schnell. Die Europameisterschaft in Graz. Wie sieht die Vorbereitung, der Plan bis dahin aus? Also dadurch, dass wir jetzt nicht so viel Zeit haben, können wir jetzt auch nicht sonderlich viel machen. Wir versuchen das Maximum mit unserer Trainerin da rauszuholen, was wir in den 2 Wochen machen können. Natürlich irgendwo noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte bearbeiten, die vielleicht jetzt noch während des Wettkampfs angesprochen worden sind, aber ansonsten ja, ist nicht so viel Zeit, denke ich. Ja, also nicht so viel Zeit, um, wie Katharina schon gesagt hat, große Sachen zu ändern. Wir werden jetzt nochmal an die Feinarbeit gehen und ja, die Sachen, die jetzt bei dem Wettkampf hier angesprochen wurden von unseren nationalen Preisrichtern, die nochmal probieren, so gut es geht, zu bearbeiten. Ihr geht auch zurück nach Moskau. Ja, also Angelika hat uns gerade schon gesagt, Montag, Leute, müssen wir schon wieder fliegen. Also Dienstag geht das Training wieder los. Ja, ja, ihr werdet das zweite Mal bei der Europameisterschaft sein, da wart ihr schon mal 2016. Ja. Was bedeutet das für euch, dass ihr nun nach 4 Jahren Pause wieder dort an den Start gehen könnt? Also ich glaube, es ist wie eine erste EM. Natürlich wissen wir irgendwo, dass wir schon mal da waren, aber ich glaube, mit der großen Pause können wir jetzt nicht behaupten, ja, wir kennen die EM und wissen, wie das Ganze abläuft. Natürlich irgendwo, aber wir nehmen das als neuen Schwung mit. Und ich muss auch sagen, durch die erste EM, wir wissen trotzdem so ein bisschen, wie wir das Ganze jetzt angehen, würde ich jetzt behaupten. Genau. Also wir haben so ein paar Sachen, die wir als Fehleranalyse rausgenommen haben von der letzten EM. Oder allgemein von den letzten Wettkämpfen. Ja, oder von den letzten Wettkämpfen auch. Natürlich denke ich, wird es wieder, weil der Abstand relativ groß war, sehr emotional oder spannend für uns sein. Aber ich denke, da ist auch so ein bisschen noch das Ziel mit drin. Oder ich vermute, dass wir einfach bei der EM damals noch nicht reif genug waren, weil wir gerade aus den Junioren rausgekommen sind und direkt eine EM gelaufen sind. Und ich denke, jetzt haben wir eine gewisse Erfahrung gesammelt, die uns dann vielleicht für einen besseren Start helfen wird als bei der letzten EM. Genau. Welches Ziel setzt ihr euch für die EM in Graz? So grundsätzlich erstmal nur 2 saubere Programme hinzulegen und vor allem das zu zeigen, was wir können. Also probieren, die bestmögliche Trainingsleistung abzurufen und dann wird man sehen, was daraus wird, weil man muss wirklich sagen, bei uns im Eistanzen ist ein unheimlich starkes Umfeld. Also die Konkurrenz schläft nicht und verbessert sich natürlich auch. Aber das Ziel ist, denke ich, auch die Norm zu erfüllen, dass wir dann auch die WM mitnehmen können. Ja. So, das wäre großartig. Ja. Ja, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei der Europameisterschaft und auch auf jeden Fall eine sehr gute Vorbereitung für die Europameisterschaft. Danke. Und wir sehen uns bald in Graz. Yay. Dankeschön. Bis dann. Ciao.